Auf TikTok produzieren heißt nicht nur technische Fähigkeiten, dass es auf dem Kopf steht, das Video und wie auch immer, oder dass eine besondere Grafik verwendet wird, sondern es ist eher ein Versuch, Jugendliche psychologisch auch da abzuholen. Wir versuchen wirklich, den Talk auf Pausenhof zu finden oder halt natürlich auch die wichtigen Nachrichtenthemen so aufzubereiten, dass sie in der Newswelt oder in der Lebenswelt auch unserer Community dann auch funktionieren. Hallo zusammen, wir haben jetzt hier Gudrun Riedl, Redaktionsleiterin BR24 Digital und Teamlead Social Media bei BR24, Roland Hindl. Schön, dass ihr beiden da seid. Ihr wart gerade bei einem Panel zum Thema TikTok und da wollen wir jetzt ein bisschen drüber reden. TikTok für Leute, die sich nicht so damit auskennen, die denken wahrscheinlich immer noch, da wird viel getanzt und es gibt eine Menge Mutproben für junge Leute, die damit dummes Zeug anstellen. Dabei ist die Plattform ja inzwischen doch viel mehr. Wie viel Bedeutung hat denn TikTok inzwischen? TikTok hat eine immense Bedeutung tatsächlich auch für Medienschaffende, die nicht auf TikTok sind, weil hier ein Algorithmus auf die Spitze getrieben ist, den zu erlernen und den zu erfassen, auch für den eigenen Social-Media-Konsum und für das Produzieren von Content, wir für wahnsinnig wichtig halten. Also was passiert mit mir auf TikTok, welche Inhalte werden mir zugespielt, wie schafft es die Plattform, mich zu entspannen? Wesentlicher Faktor für Jugendliche auf TikTok zu gehen ist tatsächlich, sie wollen Spaß haben, sie wollen sich entspannen, sie wollen ein bisschen Ablenkung haben vom Schulalltag, nervigen Eltern. Das ist so die Motivation unserer Kunden, denen wir dann mit Infos und Nachrichten begegnen wollen. Jetzt ist ja der BR nicht unbedingt dafür bekannt, dass man sofort sagt, Spaß, Freude, das sind unsere Prioritäten. Wie geht man denn damit um? Also wie erreicht man dann junge Leute auf TikTok mit journalistischen Inhalten? Ja, das ist der Überraschungsmoment, für den wir sorgen. Wir wissen ganz klar, dass die Nutzerinnen und Nutzer, die da auf TikTok sind und die mit unseren Informationen konfrontiert werden, die wissen, wer wir sind, wer da dahinter steckt. Wir sind auch hostfrei, also das hat verschiedene Gründe, aber hat sich für uns etabliert, anders als auf TikTok üblich. Wir haben da niemanden, der da als Presenter herumhüpft, herumtanzt, hat sich für uns bewährt und wir versuchen wirklich, den Talk auf Pausenhof zu finden oder halt natürlich auch die wichtigen Nachrichtenthemen so aufzubereiten, dass sie in der Newswelt oder in der Lebenswelt auch unserer Community dann auch funktionieren. Nur ein Beispiel zu nennen, es gab letztens einen sehr wichtigen Vorstoß der EU, nämlich Mikroplastik zu verbieten. Und wir haben uns überlegt, wie greifen wir dieses Thema auf, wie gehen wir damit um, weil das natürlich auch ein sehr wichtiges Thema ist. Und sind dann darauf gestoßen, dass ja auch Glitzer verboten wird, der natürlich in sehr vielen Badezimmern bei den Jugendlichen auch rumliegt und genutzt wird. Und haben das dann natürlich aufgegriffen und gesagt, die EU verbietet Glitzer. Das war jetzt erstmal das, um zu catchen und dann natürlich auch erklärt, warum und was steckt dahinter und was ist die Gefahr beim Mikroplastik. Und mit diesem Video haben wir, glaube ich, 1,1 oder 1,2 Millionen Menschen erreicht bzw. Views erzielt. Und das zeigt schon, dass auch Graubrot-Themen eigentlich auf TikTok durchaus funktionieren können. Man muss nur schauen, wie präsentiert man sie. Das ist auch ein guter Stichpunkt, weil auf TikTok produzieren heißt nicht nur technische Fähigkeiten, dass es auf dem Kopf steht, das Video und wie auch immer, oder dass eine besondere Grafik verwendet wird, sondern es ist eher ein Versuch, Jugendliche psychologisch auch da abzuholen. Man weiß ja inzwischen, dass der Algorithmus wesentlich auch von Psychologen erstellt wird. Und wir versuchen ein Stück weit, auch im Gespräch, wir arbeiten im BR ja mit den Mediengestaltern, mit den Auszubildenden zusammen, im Gespräch herauszufinden, auf wen stoßen wir da, in welcher Lebenssituation ist der? Und so ein Video zum Beispiel, das Beispiel EU verbietet Glitzer, wissen wir genau, Mädchen in dem Alter, Glitzer, denken an Schminke. Und weil wir eben keinen Host haben für unsere Videos, können wir sehr, sehr viel Information bis hin zum Lidschatten eben transportieren. Lidschatten fällt vielleicht nur mir auf, wird nicht verboten im Video, aber so. Und das ist eben ein Stück weit auch die Kunst, wenig Informationen, wenig Generve, auf den Punkt, aber die Information, die ich wissen will als 18-Jährige, nämlich wie keine Schminke, kein Lidschatten oder kein Lippenstift mehr mit Glitzer. Und gleichzeitig eben auch die ökologischen Informationen. Lass uns mal ganz kurz ein bisschen langweilig Zahlen und Fakten so. Seit wann gibt es denn BR24 auf TikTok und wie viele Leute erreicht ihr da inzwischen? Wie viele Abonnenten habt ihr? Wir haben wir haben über 400.000 Abonnenten, 413.000, glaube ich, sind es im Moment.
was sehr viel ist. Wir waren die ersten Jahre unter den Top 30 der Fix Media Rankings. Das ist die quasi die maßgebliche Ranking-Firma für TikTok. Top 30 der der Publisher europaweit, da ist France Info dabei, da ist die Tagesschau dabei, da sind wirklich die großen Medien dabei. Da waren wir der einzige, meines Wissens der einzige regionale Account mit dieser Form des Publizierens. Wir erreichen immer wieder, man kann es auf TikTok nicht steuern, es gibt Videos, die haben wenig Nutzer, es gibt Videos, die sind relativ schnell in einer Million. Mit unserem ersten Video in der Testphase, die war im Oktober 2019, waren wir tatsächlich sofort bei einer Million, was uns, wenn man auf eine neue Plattform geht, denkt man sich, naja, wenn halt mal 10 Leute sehen, wir haben ja noch niemand, wir haben keine Follower, aber TikTok ist eben anders. Also wir haben als Video damals beispielsweise gehabt, Jugendliche in Bayern müssen an Silvester, so sahen es damals die Pläne vor, teilweise auf Böller verzichten. Und wir haben eine Karte gemacht und eben die Böller abkrachen lassen, in welchen Städten, in Kempten, in Landshut, wie sieht es da aus? Und dieses Video ging vom Publizieren weg auf die Millionen. Und als wir stolz feiern wollten, war das Video auch wieder weg. Weil die, warum? Die Plattform, wir sind neu auf der Plattform, dachte vermutlich, dass wir illegales Material posten, weil der Erfolg so unerwartet war und hat uns erstmal abgezogen. Das vermuten wir. Ich glaube, haben wir eine Bestätigung dafür bekommen, für die Vermutung damals? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall konnten wir es klären und waren dann wieder online mit dem Video. Ihr habt jetzt zwei Beispiele genannt, das Böller-Beispiel und Mikroplastik in der EU. Was sind denn sonst noch so Themen, die richtig gut laufen bei BR24 auf TikTok? Das sind Themen vor allem aus der Lebenswelt der 16-Jährigen. Talk of Pausenhof, das heißt, und vor allem, wir haben eher das ländliche Publikum, die vor allem männliche Jugendliche, auch weibliche, aber sagen wir 60-40 männlich-weiblich. Und was die bewegt? Die bewegt zum Beispiel Schule ohne Lernen. Da gab es einen Preis für eine Schule in Erlangen, die stellen wir vor. Nach welchem Konzept arbeitet die? Vor allem aber sowas wie Führerschein mit 16 erlaubt. Und da spinnen sich eben sehr, sehr viele Diskussionen ab. Was wir auch sehen, TikTok gibt keine Daten raus über den Hintergrund der jeweiligen Profile, aber wir sehen in den Interaktionen, dass die Jugendlichen sehr viel migrantischen Hintergrund haben, also mehr als auf allen unseren anderen Plattformen. Und dass die Mittelschüler zum Beispiel viel sind, oft in der Ausbildung stecken, weniger Studenten auf TikTok. Und da freuen wir uns natürlich, dass wir Themen, zum Beispiel die im Haus generiert werden von Landwirtschaft und Umwelt oder eben von der Abendschau, wir zweitverwerten ja, aber mit dem absoluten Fokus auf Jugendliche. Roland, es gibt ja auch Kritik an TikTok, vor allem was den Algorithmus angeht, dass das so eine Art Blackbox ist. Es ist schwierig, es nachzuvollziehen, welche Inhalte nun funktionieren werden und welche nicht. Nur auf dem Panel ging es gerade auch viel um das Thema gesellschaftliche Verantwortung. Was würdest du denn als Medienschaffender dir da wünschen von der Plattform? Also diese ganzen Plattformen machen natürlich ein ziemliches Geheimnis um ihre Algorithmen. Das ist auch deren Geschäftsmodell. Da wird man nie komplett reinschauen können. Die verändern sich auch ständig. Das ist auch immer Trial and Error. Man muss schauen, was funktioniert gerade, was funktioniert nicht, wo geht's hin. Nichtsdestoweniger wurde gerade auf dem Panel von Patrick Weinhold von der Tagesschau auch die gesellschaftliche Verantwortung von TikTok angesprochen. TikTok kann sich nicht immer nur darauf zurückziehen, dass sie eine Entertainment-Plattform sind. Die haben eine Marktdurchdringung, die hat eine sehr, sehr hohe Relevanz mittlerweile. Und man hat auch gesehen, zu Corona-Zeiten, zum Ukraine-Krieg, jetzt auch zum Krieg in Israel und Gaza, dass da sehr viel Desinformation unterwegs ist. Und da muss TikTok auch aktiv werden. Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben seit Beginn des Terroranschlags der Hamas auf Israel 800.000 Videos gelöscht und mehrere hundert Livestreams auch gestoppt. Nichtsdestoweniger, wenn man auf dieser Plattform unterwegs ist und sich in entsprechenden Videos dann bewegt, kommt man schnell in dieses Rabbit Hole, also in diesen Hasenbau, in dem man immer tiefer eindringt und dann wie Alice im Wunderland dann irgendwann mal nicht mehr rauskommt. Da
muss sich TikTok der Verantwortung wirklich gerecht werden, dass, oder auch realisieren, dass sie nicht mehr nur Musical.ly sind und nicht mehr nur Lip-Sync-Videos haben und man lustige Challenges macht, sondern da müssen sie auch reagieren. Anders als X zum Beispiel, die ja jetzt, ich weiß nicht wie viele hunderte Content-Moderatoren gefeuert haben, die das ja noch mehr auf die Spitze treiben, diese schlechte Entwicklung. Und da geht es gar nicht darum, dass man irgendwie eine Meinungsfreiheit oder so einschränken will, sondern dass man einfach das, was auf diese Plattformen nicht gehört, irgendwelche Enthauptungsvideos und Co., dass die da auch verschwinden. Roland, Gudrun, vielen Dank für eure Zeit und noch viel Spaß auf den Medientagen.